Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trastorio mit Opa Zott. Guten Morgen. Jetzt überlege ich gerade, was jetzt mein Auftrag gewesen ist. Eisenplatten. Du meintest, die Produktion Ah, würde noch nee, nicht reichen. blaue Belader. Weil genau, die können halt nicht alle abladen, weil halt die blauen Belader fehlen. Und blaue Belader werden nicht mehr hergestellt, weil was fehlt? Was? Rote Schaltkreise? Ey, da war noch Tau. Okay. Ich hab schon. Gut, dann fliege ich nochmal schnell an der Zahnradproduktion vorbei. Ja, wenn da schon mal was drin ist. 150. Kack. Wie viel hast du jetzt geholt? Fünft. Inventar voll. 5000. Wie viel braucht 5000. der? 10. Das Also reicht nicht. 500. Ja, dann laufe ich noch mal. Ja, alleine wenn er 700 Stück braucht. Das heißt, wir brauchen 7000 nur alleine, um den Auftrag jetzt fertig zu bekommen. Ich hole jetzt nochmal 5000. Ja, das passt nicht rein. Warte ganz kurz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Ich 16, habe noch 18, eine 20. Stahlkiste, Opa. Ich habe noch zwei Stahlkisten im Ja, aber du stellst Inventar. da nicht noch eine Stahlkiste hin. Weil dann steht noch eine zusätzliche Stahlkiste da und noch mehr, die wir dann später wieder umbauen müssen, weil halt alles voll ist. Ja, gut, die Bringt. verbraucht es ja. Bringt. Nein! Bringt 2000 mit. Ich bin schon wieder da. Ja, Pech gehabt, dann lädst du den Rest mal im Inventar. Es wird keine noch, Ja. es wird nicht noch einen hingestellt. Ja, gut, das ist ja nicht viel und er verbraucht ja welche, dann kann ich ja wieder welche reinpacken. Wer verbraucht keine? Ja, weil kein Ei. Warte mal, wieso rennen wir eigentlich die ganze Zeit hier hin und her für Eisen, für Zahnräder? Die Produktion steht hier direkt neben dem Eisenbahn. Wenn ich das jetzt hier für die blauen Fließbänder wieder gestaut habe, können wir doch da einfach wieder eine dran setzen. Und die Was? Zahnräder hier direkt vor Ort produzieren. Das hier ist doch Eisen. Ja, aber das blaue Band reicht minimal nicht aus, um die blauen Fließbänder zu produzieren. Wie gesagt, meine Planung, alles was ich gebaut habe, du musst nur darüber gehen und gucken, aha, hat Opa Zock gebaut, da kann ich nichts abklemmen. Weil das so geplant ist, dass halt kein Überschuss da ist. Da kannst du nichts abklemmen. Ja, bei Fließband schon, aus dem ganz einfachen Grund, weil da ja keine Dauerproduktion ist. Es ist ja, bis die Kiste voll ist und dann ist Doch. ja Schluss. Ja. Bis die Kiste voll ist, wird es noch ganz gewaltig dauern. Also ich brauche alleine jetzt für die Schmelze unten und die ganzen Anschlüsse für die Fabrik noch etwa 70.000 Fließbänder. Blaue. Also ein halbes Warenhaus voll. Also du klar, du kannst jetzt natürlich noch so 100, 120 Folgen warten. Aber bis dann haben wir eine automatische Produktion. Es war ja nur eine Idee, um das ein bisschen einfacher jetzt zu gestalten. Nö. Da können wir. Da hau ich lieber hier unten nochmal Speedmodule rein, dass die ja noch schneller produzieren. Weil dann haben die jetzt schon mal eine Geschwindigkeit. Wir haben keinen Strom mehr. Ja, weil ich gerade aufladen. Ist gerade eine Spitze. Nein, es ist keine Spitze. Die Spitze sind bei 200 Megawatt. Das sind 50 Megawatt, die Dinger brauchen. Wir haben keinen Strom mehr. Da ist irgendwas mit dem Strom nicht in Ordnung. Ja, die laufen auch nicht alle, die angeschlossen sind. Kann das sein? Kann das sein, dass du die einfach die Rohre nach unten einfach nicht gelegt hast? Weil ich sehe nirgendwo ein Rohr, was nach unten kommt. Doch ein Rohr geht nach unten. Drei Doch, Anlagen. die Drei drei Anlagen Anlagen. laufen da Nee, unten. vier. Ja. Vier Pumpen werden eingespeist. Nee, drei Pumpen werden eingespeist. Ist natürlich zu wenig. Ja, das hat mal erreicht. Das hat Ja. man für einen Überschuss von 50%. Also die Hälfte war noch leer vom Da lief Balken. aber auch die ganze Schmelze nicht. Und jetzt laufen natürlich wieder alle Erzförderer, die ganzen Schmelzen laufen alle wieder. Und schon Ja. hast du mal locker 200 Megawatt mehr Verbrauch.
Ich renn gleich hoch. Und das wird gleich noch mehr, wenn ich da unten jetzt die Teile einsetze. Weil dann verdoppelt sich die ganze Geschichte nochmal. So langsam kommen wir halt in, auch in den Bereich, wo es nicht mehr so effektiv ist, also platzmäßig meine ich jetzt Richtig, mit Dampfmaschinen. wir müssten am besten jetzt dann demnächst mal die Insel rechts da drüben clearen und da halt Na, Atomkraft. Atomkraft Ja, wenn du die können fertig. wir, glaube ich, noch gar nicht. Zentrifugen können wir, aber Atomkraft noch nicht. Ja gut, wir müssten noch eine Anlage unten für bei den Forschungsservern aufbauen für blaue und dann die blauen dann noch zuleiten. Dann könnten wir es. Würde zwar dauern, aber wir könnten es. Ja, bis dahin müssen wir halt jetzt erstmal noch, ich denke mal, eine Anlage müssen wir noch unten drunter setzen dann. Und dann sollten wir vielleicht das Uranerz schon mal anschließen und Uran abbauen, weil ich glaube, wir haben hier auch drin Plutonium. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Plutonium ist ja nochmal deutlich effektiver als Uran. Ja, aber das war, meine ich, auch nochmal eine separate Forschung. Und wie wir Plutonium herstellen, das ist schon wieder das nächste, was ist ja kein Erz. Nee, Plutonium stellst du aus Uran und noch drei, vier andere Sachen her. Aber ist dann halt, glaube ich, vier oder fünfmal so stark wie Uranbrennstoffzellen. Ja, Plutonium-Kernenergie, da haben wir doch, ja, es ist nochmal. Das ist dann aber wieder eine Flaschenforschung, die der Kernenergie untergeordnet ist. So, dann habe ich jetzt hier mal, 150, 151 rohe blaue Dings sind da, aber leider haben jetzt im Moment, ja, du siehst es auch schon. Das müsste in der Basis auch schon angekommen sein, das Problem. Ja, genau, ist schon in der Basis angekommen. Was wir jetzt im Moment an Eisenplatten produzieren. Ja, das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Liegt das jetzt nur am Strom oder? Nein, das liegt daran, dass die Anlagen nicht laufen können, weil da halt blaue Teile fehlen und die natürlich nicht weiter transportieren. Das ist das Hauptproblem. So, jetzt kommen die Teile, die fertig sind. Werden jetzt gerade runter transportiert. Dann könnte Das es unter Umständen ein kleines bisschen besser werden, wenn sie hier die fehlt richtigen. auch noch einer. Da ist kein Blueprint und nichts. Wo? Erste Output Lane. Nehmen wir Warte, die warte, erste warte, Output Lane runter. ich flieg mal hin. Ungefähr auf Höhe Ende Kupferschmelz und dann die erste Output Lane von Kupferherde sehen. Halt, bisschen hoch, bis, Line hoch, da, nehmen wir. Ne, einen Ofen weiter nach vorne Ah, stehen. klar. Zwei Öfen. Gelb. Ich habe halt nichts anderes. Dann bau noch den blauen neben dir ab und setzt einen Blueprint dafür und setzt ihn dann wieder hin. Genau. Wo du jetzt den Blueprint setzt, kannst du dir selber überlegen. Aber jetzt kommt auf jeden Fall hier oben, haben sie jetzt die richtigen Sachen schon hingemacht. Jetzt kommt hier oben auf jeden Fall schon mal mehr Eisenerz an. Mehr Eisen an. Das ist halt echt sowas, wo ich bald denke, wenn du nicht alle auf einmal hast, sollte man es manuell setzen. Das heißt zumindest erstmal die Teile gesetzt werden, damit halt alles laufen kann. Ja gut, aber du sparst halt Ressourcen, ne? Wenn du sagst, okay, pass auf, nee, wir machen jetzt das, dass die halt, du müsstest halt nicht dann 700
blaue Teiler bauen und hast dann natürlich 700 rote Teiler, die ausgetauscht werden, übrig. Ja, Entschuldigung, und ich verbrauchst du ja auch wieder. Du brauchst ja immer wieder. Ja, ist richtig. Guck mal, jetzt kann ich schon wieder 105 rote Teiler mitbringen. Ja, das ist scheiße da, die Kiste ist voll, dass die Teiler, wo die Teiler sind, ey. Du hast sie Das doch nur kostet im Zeit. Inventar. Ja, du hast sie aber gerade nur im Inventar. Richtig, Die aber ich roten hab's. Teiler sind alle da. Ja, Warum aber ich kann sie stehst jetzt rüberbringen und muss die roten Teile nicht noch neu craften. Ja, Ich kann schon sie ganz, jetzt zu blauen ja. umcraften. Das spart halt einfach Zeit. Ja, klar, spart das Zeit, aber wir können sie nicht umcraften. Warum nicht? Die Zahnräder. Kommt kein Eisen an. Ich bin Natürlich kommt gerade da kurz Eisen an. davor zu sagen, ja, aber es kommt fast nichts in die Zahnradproduktion. Ich bin gerade kurz davor zu sagen, ich trenne hier alles ab, Ne, dass alles du sich staut und der Balancer alles da reinläuft. musst halt hier. Ja, genau. Doch, der dient auch noch. Das ist ja, ich hätte jetzt hier die drei rechten Lines abgeklemmt, dann hätte der Balancer ja gemerkt, okay, er staut sich und hätte alles auf die linke Line gepackt. Ja, und dann hast du aber unten keine Schaltkreise oder sonst nicht mehr. Er packt jetzt erstmal alles rüber. Und nur wenn Überschuss da ist, weil dann vergisst es wieder und dann ist irgendwann, oh Scheiße, Ja, grüne gut. Schaltkreise sind leer. Aber es müsste jetzt gleich deutlich mehr kommen. Irgendwo hier jetzt. Dann, ja, da kommt es schon hin. Sind schon wieder fast drei oder vier blaue Fließbänder. Also die roten müssten jetzt gleich voll werden. Hast du noch einen roten Belader oder blau? Ich habe einen roten, ja. Kannst du den dann hier mal ersetzen? Weil er schafft es eigentlich sogar der gelbe, aber trotzdem. Ja, solange wie es der Gelbe schafft, ist doch egal. Der Gelbe schafft eine gelbe Maschine zu komplett zu versorgen. Wenn es nur ein Item ist. Ja, gut. Sieht das eigentlich Speed? Wir haben auch schon Speed 2er. Ja. Wie sieht dein Crafting-Leiste aus? Leer. Aber ich Kannst du bin, mal nee, umcraften? ich bin jetzt gerade hier dabei, mal hier runter zu gehen und gucke mal, ob wir die Zweier brauchen, RAM, Prozessor, brauchen blaue Schaltkreise, vergiss es. Ja, deshalb hatte ich ja noch mal 4 Stück nur für die Maschine in der Hand. Mehr solltest du es ja nicht machen. Nur 4 Stück für die eine Maschine. Dafür fehlt mir einfach alles. Du hast den Flugzeug nicht schnell. Das Flugzeug ist langsamer, als wenn ich zu Fuß laufen würde. Jetzt lauf zu Fuß. Schaltkreise und Transistoren. Wenn du Module brauchst, nehmen sie dir entweder raus oder fragen mich. Ich hab noch welchen im Die Inventar. haben 20% plus Geschwindigkeit. Und die anderen haben, die zwei haben 30, ne? Ja, nochmal 10% mehr. So, wir haben jetzt hier eine Herstellungsgeschwindigkeit von 1,8, also plus 80%. Und Energieverbrauch von 1,1 Megawatt. Scheiß auf die Energie, wir brauchen mehr Zahnräder. Jetzt haben wir 2,2. Aber der Belader scheint es immer noch zu schaffen. Bleibt konstant. Ist auf 116. Ja, das ist schon deutlich angenehmer, aber. Ich habe jetzt da gerade 300 Zahnräder rausgeholt.
Hälfte ist jetzt weg. Auch 100 da. Hinterher kommt die zwar noch lange nicht, aber. 60, 40, 20, 10 und leer. Wie viel sind drin? 180. Also nur. Okay. Also wenn wir mit einer Verdoppelung der Produktion könnten wir schaffen. Kriegst du noch eine zweite Fabrik rein? Ja, definitiv. Ja, wenn wir es müssen umbauen. Kannst du das Stahlband mal über drei Felder im Untergrund? Ich hab doch schon hier fast fertig. Dann muss oben auch noch einen Untergrund machen. Ich muss an das Eisenband ran. Noch zwei weg vom Eisen. Ja, oder so. Ja, wenn's geht, dann geht's. Ja, Und die blauen sind da jetzt nichts. Hast du eine Maschine oder kannst du eine Also ich hätte die Materialien, wenn du sie nicht bauen kannst, aber meine Bauleiste ist noch voll. Ja, wenn du dein Zeug noch mal ausschalten würdest, dann würden meine Sachen noch bauen. Das eigentlich. Nö, du hast es nicht aus. Ja, kann man ja nicht. Ich müsste das komplett rausnehmen und dann habe ich kein Inventar dafür und das teilt sich hier alles auf in der Fabrik aus. Du kannst so nicht einfach ausschalten gerade. Du gehst in eine modulare Rüstung, nimmst den Roboter raus und das Ding ist aus. Ja. Also sag nicht, du kannst es nicht ausschalten. Craft dir doch einfach auch so ein Teil, dann bauen deine auch obwohl eine Roboter da ist. Sind echt nicht so teuer. Nee, ich habe meins ja extra rausgenommen. Ich habe so ein Teil, zwei Stück, aber ich habe es rausgenommen. Wieso? Genau aus den Gründen, weil in der Fabrik habe ich es nicht an. So, wie viel sind jetzt hier fertig? Es wird doch langsam. Wie viele fehlen denn jetzt noch? Achso, und noch grüne fehlen auch noch. Ah. Was, irgendwas stört mich hier oben. Achso, weil die jetzt alles darüber hauen. Ja gut, weil wir halt gerade massiv viele Fließbänder produzieren, die natürlich halt dann auch rote produzieren, die dann natürlich die gelbe Produktion anschmeißen und so weiter und so fort. Das ist halt ein Teufelskreis. Ja. Aber solange wir das Fließband unten voll ist, ist es ja egal. Und es geht ja, es kommt ja sogar unten was im Warenhaus an. Und das Warenhaus füllt sich oder füllt sich nicht? Ah, füllt sich minimal. Ah, wirklich noch minimal. So, das heißt, die nächsten 8.500 blauen Fließbänder sind dafür da, um das Kupfer hier rüber zu legen. Aber das ist nämlich das nächste Problem. Wie sieht das bei den roten Schaltkreisen aus? Gut, die arbeiten, aber nicht effizient. Aber die Effizienz dort können wir gewährleisten, dass wir alle Anlagen produzieren, indem wir mal hier auf blaue Fließbänder erweitern. Und dann passt das auch. Sehr gut.
132 muss er noch umbauen. Waren das da schon alle oder? Ne, 132 rot haben wir noch. Wir haben, uns fehlen jetzt noch 629 blaue. Und ich habe jetzt 270, das heißt, wir haben die Hälfte. Also noch weiter rote Teile weiterbauen. Ah, ich habe noch 100, kann ich das nochmal reinschmeißen? Ja, dann komplett. Ich schmeiße auch nochmal 25 rein. Und ich weiß ja nicht, wie viel jetzt da unten noch ausgetauscht werden. Ja, dann flieg doch erstmal hin, genau. Und lass dich mal erstmal arbeiten. Ich flieg mal hin und gucke mal, was ich mitbringen kann. Also sag ich mal, wenn ich mir das über die Karte mal anschaue, sind wirklich 90, ich würde bei sagen 99% Umbau. Kaum noch 6. Ja, das ist doch gut. Dann kriegen wir da ja auf jeden Fall einige wieder. Vielleicht 90%, 95% vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. So, liebe Roboter, Arbeit für euch. Das sieht das geil aus, wenn sie da alle mit so Teiler losrasen. Hattest du jetzt eigentlich das Warenhaus, hast du jetzt noch nicht mitgebracht gehabt, oder? Nein, ich hab's im Winter. Ich flieg's die ganze Zeit durch die Gegend. Also wenn das nächste Mal kommst, dann... So, ja genau, alle zur Eisenschmelze rüber, das ist sehr gut. Nein! Einmal zum Aufladen. Erstmal aufladen. Ja, aber das Aufladen geht ja ruckzuck, das ist ja Wahnsinn. So, das heißt die Eisenschmelze. Nee, da fehlt. Alter, da fehlt immer noch so viel, nur allein in der Eisenschmelze. Aber es ist jetzt. Na, da fehlen noch ein paar. Also. Das Richtige fehlen noch 4 Teiler, dann würde sie durchlaufen. Zwar teilweise noch mit roter Geschwindigkeit, weil die verlangsamt ja dann wieder, aber. Dann würde zumindest alles laufen. Ja, jetzt läuft sie komplett, aber. Das ist richtig sehr. So, dann bringt man hier oben mal die Teile hoch. Kommt wieder ein ganzer Schwarm Fließbänder. Die fangen jetzt so da schon an, die Inputline. Ja, sehr gut. Hast du da oben noch Fließbänder? Ich würde mal behaupten, jetzt grob gesagt, nein. Nein, sind alle leer. Also 3900 sind hier in der Piste schon wieder. Das ist gut. Aber wieso arbeiten die denn hier nicht? Was fehlt euch denn? Welche? Die Fließbandproduktion. Die blauen? Schmiermittel. Schon wieder? Schmiermittel. Ja. Schau mal eben über Karte. Ah, weil Alkangas vollgelaufen ist. Aber nee, aber, ja. Das heißt, wir müssten. Pumpe Fackel? Nein. 80%? Nein. Wir reißen jetzt mal. Macht das über die Karte gar nicht? Was machst du? Doch, da hast du ein Rohr hast du markiert bei Leichtöl. Ja, genau, dass er aufhört, das Leichtöl. Achso, das können wir ja auch nicht machen. Das da kannst du es nicht machen. Das müsste wenn dann da. Du müsstest. Ja, nee, das ist ein Untergrund. Mach das lieber nicht. Ist doch egal. Ja, gut, ja. Aber wenn du es abbaust, hast du am Ende einen Untergrund drin. Mach hier doch einfach die Ecke. Nach dem Untergrundrohr. Das ist eine Ecke, da ist ein normales Rohr. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Warum verbrauchen wir im Moment so wenig Alkangas? Weil Alkangas nur in Schwefelsäure und in Plastik liegt. Gut, Schwefelsäure läuft durch, da ist eine Fackel mit Pumpe, aber Kunststoff ist halt komplett vollgelaufen.
Aber wieso verbrennst du denn Schwefelsäure? Halt genau, um eigentlich das zu vermeiden, dass halt alles vollläuft. Ja, was soll ja volllaufen? Das sind Rohstoffe, weil du musst bedenken, unsere Erdölfelder sind endlich jetzt mittlerweile, ne? Wenn das weg ist, ist weg. Dann müssen wir uns ein neues Erdölfeld suchen. Du, wir können nichts verbrennen. Ja, dann Das kostet, wie gesagt, das kostet massiv viel. kommen wir damit auf. Ja, definitiv. Weil wir haben Ich da oben hab's. jetzt nur noch 69 Millionen Erdöl drin und dann ist da oben Feierabend. Ja, wir haben ja schon einige Felder im Umkreis. Ja, trotzdem, aber irgendwann sind die halt auch alle leer und dann müssen wir halt das Zeug anliefern. Und vor allen Dingen immer weitere Strecken. Und ich brauche jetzt noch blaue. Ach, die brauchen wieder erweiterte Schaltkreise. Blaue Schaltkreise. So, komm her, gib. Danke. Ich bringe jetzt 291 rote Teiler mit. Und wie viel hast du jetzt noch? Ich hab jetzt, das reicht dann so da schon. 291 sagst du. Yep. Er fordert 230 gerade an. Ja, bau aber deine 100 noch fertig. Ja, die sind schon drin. Ja, perfekt, dann Die ist es hat er egal. sogar schon teilweise verbraucht. Da sind noch 75 rote drin. Wie viele blaue sind schon wieder fertig? 121. Ja, perfekt, dann reicht das auf alle Fälle. Okay, du bist schon hier, dann laufe ich Zahnräder holen. Ich wollte gerade sagen, bring auf dem Weg noch Zahnräder mit, aber da warst du schon da. Wieso arbeiten? Ach so. Ja. Fliegst du nochmal Zahnräder holen? Ich trete nur eine Kiste mit und Nee, muss noch nicht mal ich komplett. kümmere mich jetzt erstmal um Öl. Okay. Dann laufe ich halt mehrmals. So, das heißt, du bitte kein Leichtöl mehr umarbeiten. Also die komplette Umarbeitung. Das heißt, man kann sich Leichtöl stauen. Ah, warte mal. Ha! Ich hab doch die geilste Idee überhaupt. Gucke mal. Ich habe hier testweise mal was gebaut. Ja. 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 Könntest du bald hier irgendwo mal zwei Rohre noch ersetzen mit einer Pumpe, dann würde das Ganze sogar noch schneller reinlaufen. Nein, ich nehme jetzt die Pumpe da raus. Setze die Pumpe jetzt dahin, dass die Tanks hier leer gepumpt werden. Und setze da noch so ein FS 2000 Master Ding hin. Und tausche diese drei Tanks hier aus. Dann haben wir da nochmal 125.000 mehr. Man soll nämlich die ganze Scheiße hier leer pumpen oder alles erstmal da reinpumpen. Dann so solltest du vielleicht mal das Rohr abbauen, was die Raffinerien anschließt, sonst kommt da immer wieder was Neues rein. Ist doch egal. Soll ja Ja, wenn du nur. sie abbauen willst, dann hast du null Verluste, wenn du das Rohr abbaust jetzt erstmal. Ach, wie gesagt, alles gut. Wenn da 2000 Verluste sind, ist ja auch egal, weil du musst immerhin bedenken, du hast jetzt mittlerweile hier unten. Ja, bestimmt Ach schon so. Millionen. Ja, ich hatte das schon zum Abbau markiert, dass er aufhört zu arbeiten. Aber da waren, glaube ich, 46.000 Produkte oder sowas drin. Das heißt, du hast schon ungefähr 1,5 Millionen Rohöl vernichtet. Glaube, du kannst abbauen. Wie gesagt, das Schöne an der ganzen Geschichte ist auch, dass der einfach hier mal. Relativ viele Zuländer hat. Ich weiß zwar nicht, für was das Rohr hier war. Das, was du jetzt als letztes gesetzt hast, das ist das Inputrohr von der Umarbeitung. Ach so, ja dann. Ach so, aber dann muss jetzt die Pumpe da wieder raus, dass ich das jetzt mit dem wieder ausgleichen kann. Ah ne,
Da muss auch wieder eine Pumpe rein, weil die Strecke ist relativ weit, dass sie ein bisschen ansaugt. So. Genau, dann haben wir da jetzt auf jeden Fall erstmal deutlich mehr. Rein theoretisch könntest du zwischen die Pumpe und den einen Tank noch einen Tank setzen, der ins Leichtöl reinlädt. Dann sind wir, wenn du noch einen an Schweröl und Alter, an guck Schwermittel mal, ich habe das Rohr gerade abgerissen. Mit Leichtöl. Und es sind jetzt schon fast 10.000 in jedem Tank drin. Das heißt, ich warte jetzt hier noch 2 Minuten, dann sind die 3 Tanks voll. Deshalb sage ich auch, setz doch da, wo du jetzt stehst, vor dir noch so einen großen Tank ein. Ganz kurz, Flüssigkeiten. Wir verbraten aktuell pro Minute 5.800 Alkangas und stellen her 12.000. Okay. Wir stellen her 2300 Schwer, ja gut, das ist da. Wir stellen her 10.000 Liter Leichtöl pro Minute. Und verbrauchen 0. Ach so, Opa, ich wäre dir auch sehr verbunden, wenn du mir da mal das Warenhaus übergeben würdest. Ich weiß nicht, wie oft wir uns hier schon getroffen haben, seitdem du das im Inventar hast. Ja, wir müssen eigentlich. Wir können Leichtöl nicht abschließen, das muss die ganze Zeit laufen. Ja. Achso, und wie sieht der Tank hier aus? Der FS50, den will ich jetzt auch mal testen, den baue ich mal vielleicht hier unten mit dran. Kommt der FS50, der kleine Tank, mal hier unten ran. Der ist, glaube ich, von der Fläche her genauso groß wie die anderen, aber hat doppelt so viel. Ja, und hat 4 Eingänge. Genau wie die anderen auch. Nur besser angeordnet. Ah. Gut. Also kannst du die FS50 wirklich auch richtig gut nehmen, um nicht alle, die ganzen FS-Tanks da nicht richtig gut nehmen, um große Lader Stecken zu bauen, weil du musst ja nicht ständig drehen. Richtig. Klatscht sie einfach aneinander und fertig. Opa, bringst du mir mal mein Warenhaus, dann könnte ich nicht eigentlich mal mit den Militärflaschen weitermachen. Hast du es im Inventar oder im Flugzeug? Ach, danke. Das passt. Dann gucken wir mal ganz kurz. Achso, nicht. Und ich muss ja eh noch hier Fließbänder mitnehmen. Hast du zufälligerweise blaue Belader? So, vielleicht so einen? Ich habe 2 blaue Belader, brauche selber aber noch 8 Stück. Aber das war halt die Erinnerung daran, dass ich noch erweiterte Schaltungen machen wollte. Nee, Prozessoren. Ja, das sind die erweiterten Schaltungen. Nein, die erweiterten Schaltungen sind die roten. Einfache sind grüne, erweiterte sind rote und blaue sind Prozessoren. Also wenn ich hier in der Montagemaschine, die die blauen Dinger herstellt... Ist mir scheißegal, wie die Dinger heißen. Steht da erweiterte Schaltung. Ist mir scheißegal, wie die heißen. Die hießen früher so und das bleibt ja auch so. Ich weiß nur nicht, damit ein bisschen zu ärgern. Genau wie Petroleum ist halt. Ja, ist Petroleum. Es bleibt Petroleum. Ja. Es ist halt nun mal so. Ja, man ist halt einfach nach hunderten Stunden Spielzeit mit Petroleum dran gewöhnt, dass es Petroleum ist. Richtig. Was wollte ich jetzt bauen? Prozessoren. Blaue Belader. Ja, und dafür wolltest du Prozessoren automatisieren. Nein, wollte ich nicht. Was wolltest du? Ich weiß nicht, ob du es jetzt machen wolltest oder erst in 10 Jahren. Soll ich erst Eisenplatten fertig machen oder soll ich Prozessoren machen? Eisenplatten. Gut. So, Transistor. Außer natürlich, du bist bei Eisenplatten schneller, wenn du Prozessoren automatisch herstellst. Nein, bin ich definitiv kannst du nicht. Ruhig Habe ich das Teil rausgenommen?
Hä, wieso? Ach so, weil mein, wo bist du, Opa? Hast du zufälligerweise Festbrennstoff im Flugzeug? Nein, hat er nicht. Also, zwei ist der, ja, gut, Aber dann. ja, das ist eine gute, ein guter Hinweis. Oh, ich hätte doch Festbrennstoff im Flugzeug. Aber ich vermute mal, dass meine portablen Generatoren hier, ja. Ja, meine auch. Ich habe es nicht gerade bemerkt, weil ich von Fließbändern befördert wurde, obwohl ich das Teil drin habe. So, einen Generator wieder voll machen, den zweiten Generator wieder voll machen und den dritten Generator wieder voll machen. Mal eben ein bisschen Festbrennstoff aufsammeln. Die werden nämlich gleich wieder leer sein, weil ich jetzt erstmal noch Holz reingepackt habe. Ja gut, das haut ja richtig rein. Aber Festbrennstoff haben wir ja volle Kiste, das ist nämlich auch das Schöne, dann wird nämlich einfach da oben mal wieder ein bisschen Ja, nur mein leicht. Inventar ist jetzt halt wieder voll, weil ich jetzt über eine Reihe Festbrennstoff im Inventar habe. War vielleicht ein bisschen viel. Ja, aber die Kiste oben ist, das Warenhaus oben ist schon wieder voll. So, hier unten blinkt es noch und macht und tut und macht und tut. Kann ich dagegen was tun? Eventuell. Ich hoffe. Produziere 200.000 Eisenplatten pro Stunde. So, da kommt wieder eine ganze Ecke. Ich denke mal, damit sollten jetzt da unten fertig sein. Oder? Oh, ey, das sind ja immer noch so viele. Aber wir haben mittlerweile wieder 17.000 Eisenplatten im Pufferspeicher drin. Das ist schön. So, und es sieht so aus, als ob die. Nee, ist es nicht. Immer noch, es fehlen immer noch rote Schaltkreise. Rote. Was rote? Blaue Teile. Ja, du hast doch jetzt bestimmt noch mal welche rausbekommen, oder? Das hoffe ich. Oh, die kommen alle gerade an hier. So, dann nehmen wir mal die ganzen roten Fließbänder hier mit. Die wir dann ja auch mal umcraften können. So, die da. Sehr gut. Dann, wie sieht das stromtechnisch aktuell gerade aus? Ein leichtes Minus. Leichtes Minus ist scheiße. Weil ich müsste jetzt mal Roboter fliegen lassen. Ja. Müsstest du, weil du einfach schneller bist und ich gerade am Bauen bin, vielleicht mal oben noch mal ein paar Untergrundrohre anschließen. Vom Strom, mehr ist es ja nicht, was du machen müsstest. Hatte ich in die Kiste hingestellt, die rote Fließbänder verbo. Ah, hier. So, genau. Du sollst da rote Fließbänder verbrauchen.
Mein Inventar ist voll. Mit 7000 Zahnrädern. So, ja, shit, Schmiermittel. Viel zu wenig Schmiermittel. So, was fehlt denn jetzt da unten noch? Untergrundteile, 181 Dings noch. Hallo, ich würde mal langsam meine Zahnräder hier loswerden. Dankeschön. Gut. Dann jetzt noch mal runter. Nee, erst in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö. Ciao, ciao.